So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. In der letzten Folge haben wir unser schönes Versteck in Flammen aufgehen lassen, haben die anderen natürlich Scheint heiß vertrieben. zu sein. Und Vielleicht nun draußen. Ich lasse sie reden. Könnte ja sein, dass ich versuchen ein Glück hatte. wir einen Hinweis zu meiner Schwester zu finden. Okay. Fast wieder die Ausfahrt verpasst hier. Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Die haben Waffen in einem Container gefunden. Wie kamen die Waffen wohl in dieses Land? Lasst uns kurz überlegen. Wir haben ein Schiff und Container. Okay. Aus dem Weg! Immer diese Autoscooter hier. So. Gleich sind wir da. Okay. Aus dem Weg, Leute! Aus dem Weg! Oh. Ja. Oh, das sieht ja nach einem richtig schönen Viertel aus hier. Okay. Mit einem Fuß im Grab. Klingt doch gut. So, mal annehmen hier. Ich habe alles verloren. Meine Festplatten, den Netzwerkzugang. Okay, ich muss wieder online gehen. Wo ist Clara? Vorsicht, Aiden. Zieh sie nicht mit rein. Ja, okay. Führ halt weiterhin Selbstgespräche. Da Hier. ist sie. Danke. Diese Männer. Wer sind die? Ich weiß nicht. Wir müssen irgendwie die CTOS-Suche bemerkt haben. Deshalb wollte ich dich sehen. DedSec sagt, dass noch jemand den Systemhack hat. Ich nahm ihn und gab ihn dir. Warte mal. Ausgeschlossen vermehrt es niemand. Wir müssen einander vertrauen. Ich habe keine Zeit, dich zu beruhigen. Tut mir leid. Wenn du mir nicht traust, kann ich das nicht ändern. Jemand zerschießt mein Motelzimmer. Meine Schwester ist fort und ich habe nichts. Du bist zurzeit nicht meine Priorität. Nein, das weiß ich. Schon klar. Kennst du dich hier aus? Irgendwo in der Nähe soll das erste Testgelände für das CTOS sein. Man nennt es den Bunker. Okay. Vielleicht ist es auch nur ein Ammenmärchen. Der Bunker? Mit Zugang zur gesamten Stadt? Unbemerkbarer Zugang. Ich habe Monate darüber recherchiert. Stadtplanung, Zoneneinteilung, Dinge, die niemand wissen soll. Da müssen wir rein. Auf jeder Karte ist ein leerer Fleck. Genau da drüben. Etwa. Na dann. Und... deine Motelkaution kannst du vergessen. Ja. Vielleicht. Finden wir es. Na dann, auf geht's. So. Wir müssen einen Weg in den Bunker finden. Unbemerkter Zugriff auf die ganze Stadt. Das könnte ich gut gebrauchen. Definitiv. Suchen Sie einen Brückenzugang. Alles klar. Hier in dem Bereich soll irgendwo sein. Lass uns mal suchen. DedSec-Mitglied. What? Warum leuchtet eigentlich nur ihr Schuh? Na, egal. Suchen wir erstmal den Brückenzugang. Wo ist er? Brückenzugang. Da war gerade was Rotes.
verbunden mit nahegelegener Kamera. Hacken. So. Hm? Jetzt. Ja. Wer bist du denn? Oh, ein Penner. Wenn du das kannst, bringst du mich rein. Ein talentierter Penner. Tobias Fu. Das will ich auch. Jemand war kürzlich auf dieser Insel. Sein Name lautet Tobias Fruer. Na klar. Tobias war einer der CTOS-Pioniere, bis Bloom ihn feuerte. Der Mann ist komplett verrückt. Oder auf Droge. Oder beides. Wir wollten Kontakt aufnehmen, um was über die Insel zu erfahren. Er hielt uns eine Knarre ins Gesicht. Er lebt hier ganz in der Nähe. Im Obdachlosenlager. Obdachlos? Er versteckt da drin seinen illegalen Shop. DadSec versorgt sich bei ihm mit seltener Hardware. Vergiss ihn. Er ist paranoid und wird nicht reden. Ich kann sehr überzeugend sein. Oh ja. Ich finde raus, was er weiß. Ich überlasse dir das Reden. Du möchtest wirklich, dass es diesen Ort gibt, oder? Es gibt ihn. Also glaubst du an diese Legende? Papa nahm mich früher mit zum Zelten am Mont Tremblant. Nee. Er sagte immer, dass wir Schätze suchen würden. Ich wusste damals nicht, dass er nur in die Hütten einbrach. Goldene Uhren, Werkzeug und sein Gesicht, wenn es mal was Besonderes war. Wie einmal, als ich eine rostige Münze fand mit irgendeinem Kaiser drauf. Er sagte, es wäre eine römische Münze. Unbezahlbar. Aber ich durfte sie behalten. Sie sei meine Tür in eine magische Welt. Das römische Imperium. Ich bin anscheinend ganz seine Tochter. Okay. Mit funkelnden Augen. Ich hoffe auch, dass der Bunker echt ist. Ist er. Keine Angaben zu Opfern. Die Polizei untersucht den Fall. Dank der kurzen Reaktionszeit des CTOS heißt... Ach, sieht doch gut aus. Da hat Tobias seinen Laden. Das sieht doch gut aus. Das meiste ist Schwarzmarktmüll. Manchmal findet man seltene Baupläne. Mit viel Glück. Er ist nicht da. Und jetzt? Jemand muss doch wissen, wie man sie... Willst du nicht erstmal klopfen hier? Ich sehe mich mal um. Na dann. Legen Sie die Profile von Obdachlosen an, um Hinweise zu finden. Wurde vor 4 Jahren als vermisst gemeldet. Okay, jetzt ist er nicht mehr vermisst. So, Taschendieb. Bevorstehendes Hochzeitsjubiläum. Aber dann obdachlos wie eine Prostituierte hier unter der Brücke rumtouren. Ich glaube, es geht los. Oh, Student. Illegaler Einwanderer, ehemaliger Drogenermittler. Daten nicht verfügbar. Das sind ja alles richtig erfolgreiche Männer hier. Ja, sauf nicht so viel. Dann musst du auch nicht kotzen. So. Mal Zeit, dass ich jemanden finde hier. Das kann ja nicht angehen. Hm. Hauptsache steht mal ein schönes Auto. Gut, so schön ist jetzt auch nicht mehr. So, oh, Handy. Ah, da ist er. Da ist er. Lass ihn uns hacken. Vielleicht lassen sie mich mitspielen. Hm. Wäre schon cool. Eine Pokerrunde. Mal sehen, wo du dich versteckst. Das war's schon. So ein kleines Pokerspiel ist immer interessant. Moment, was ist das? Noch jemand verfolgt den Anruf. Das sind sicher Fixer. Ja, schon wieder. Hey, du wirst mir das nicht glauben. Ich weiß jetzt, wo ich Fruer finde. Ich sammle ihn jetzt auf. Hm. Da sind sie. Na dann. Sie werden ihn schnell finden. Würde ich mal sagen, holen wir ihn uns, wa? Den töten sie den Fixer, bevor er Tobias erreicht. Alles klar. Oh Mann, was eine Schrottkarre. Aber ich hab ihn.
willst alleine gehen, oder? Ja. Schon gut. Oh Mann. Jawohl. Klasse. Ah, nur verletzt, Gott sei Dank. So. Vorne ist er, da vorne ist er. Da ist er. Den kriege ich noch. Auch wenn sich das Auto anhört wie ein Rasenmäher, den kriege ich noch. Eieieiei. Vor allem der fährt irgendwie so gemütlich, der Fixe. Jetzt aber gar nicht wüsste, dass ich ihn verfolge. Wobei, jetzt gibt er Gas. Jetzt gibt er Gas. Das ist natürlich eine blöde Sache. Aber ich würde sagen, den kriegen wir noch. Den kriegen wir. Toll. Ciao. What? Das ist natürlich der Scherz hier. Eliminieren Sie Verstärkung der Fixer oder entkommen Sie? Würde ich sagen, entkommen. So, Poller hoch. Kommen Sie da schon mal nicht weiter. Oh. Mist. Komm schon. Ah. Sehen wir uns nochmal um. Ich hab ihn verloren. Ja, erstmal ordentlich Gas geben hier. Damit wir hier wegkommen. Ah. Noch schön die Ampel auf Rot, grün meine ich. Darum. Jawohl. Ob schon. Mach den Weg frei. Lassen wir es. Ah, okay. So. Erreichen Sie das Pokerspiel. Okay. Dann eine Runde Poker mit Tobias Fuhr. Juhu. Er ist der Schlüssel zu Claras Inn. So, wo müssen wir denn hin? Ah, da ist es ja schon. Da ist es ja schon. So. Mann, was eine Karre. Mit der können wir doch kein Poker spielen. Die Leute denken ja, wir sind ganz arme Schlucke. Ich fahre auch wie vollgesoffen hier. Ja, da müssen wir hoch. Aus dem Weg. Ja, bei dem lauten Autogeräusch würde ich auch abhauen. Der Junkster ist direkt explodiert. So. Hat Telefon als gestohlen gemeldet. Na. Teilzeitstatist beim Fernsehen. Cool. Werde ich auch kennen. So. Medikamente gegen was auch immer. Mal wieder zu schnell weitergemacht. So. Wer hätte das gedacht? Einer von den Typen muss Tobias sein. Nehmen Sie am Spiel teil und schleusen Sie Tobias heraus. Ist klar. Na, Leute. Was eine Grafik. Sehen richtig realistisch aus, die Jungs hier. Richtig krass. Okay. Fangen wir mal an. So, hallo Leute. Ich bin der Danny Cam. Was will der von mir? Buy-in. Ja. Mach mal Platz. Genau. Kauf uns mal einen hier. Der kann mal Karten werfen, du. Was haben wir denn? Ja. So. Ja. Okay. Was haben wir alles? Einsatz, Fold, Tischinfo. Okay. Beispielhände, alles. Aha. Was haben wir nochmal? 7 und 5. Ja, würde ich doch mal
Sagen, kann man mal $2 setzen hier, oder? Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ich kenne ihn nicht. Ja. Ganz ruhig. Ja, genau. Bist du Tobias? Das geht dich nichts an. Ich nehme das mal als ja. Nein, nimm es als das geht dich nichts an. Gute Einstellung. Hab ich Blumen deswegen. Klasse. Okay. Na dann. Tobias! Stopp! Müssen wir den mal wieder fangen hier. Natürlich. Ruhe. Ich krieg dich! Ich krieg dich! Scheiße! Komm schon, du kannst schon schneller rennen hier. Auf, 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 auf! Okay, weil den Parkour-Move hier. Aufs Dach. Nicht schlecht. Mich willst du gar nicht! Doch. Will ich. Ich will dich. Naja. Jawohl, das mache ich auch immer so, wenn ein Krankenwagen vor mir parkt. Komm, ich bin immer zu spät. Ich kann hier eigentlich lauter Dinge sprengen, aber. Ja, hör auf zu schießen hier, das ist gefährlich. Mann, geht der ab. Ey. Locker bleiben, Großer. Gleich hab ich dich. Gleich hab ich dich. Ha. Hab ich ihn. Also, ich brauche eine Sache. Und dann kannst du gehen. Nein, niemals. Die finden es raus. Ich bin keiner von denen. Warum sollte ich dir trauen? Weil ich es mir auch einfach nehmen könnte. Sensibel wie eh und je. Also gut. Ich arbeite nicht mit wem du denkst. Niemand muss von dieser Unterhaltung erfahren. Der Bunker ist isoliert. Abgeschnitten. Da ist kein Strom, kapierst du das? Das Ding ist praktisch eine Gruft. Okay. Damit komme ich klar. Das war's von Anfang an, wenn man drüber nachdenkt. Eine Gruft. Jeder, der mit diesem Ort in Berührung kam. Wir stehen alle mit einem Fuß im Grab. Aber ich... Das ist nicht cool. Ich bin okay. Hier bin ich sicher. Denke ich. Klar. Tobias. Ich brauche den Brückenschalter. Bitte. Der ist von mir, weißt du? Dieser Kasten. Ja. So was mache ich. Ich bastel. Großartig. Dann gib her. Ja. Fein. Sicher. Gib ihn mir. Ja, nimm du ihn. Gut. Ist Danke. Begräbnis. Ist schwer, was? Ja. Was? Glaub mir, Mann. Der wird immer schwerer. Hey, hör mal. Wenn du irgendwas brauchst, egal was, komm zu mir. Ich baue alles. Scheint so. Okay. Mingi wirkt der mir nicht ganz sauber. Ja, so, jetzt haben wir einen Brückenschalter. Besuchen Sie Tobias Untergrundgeschäft. Kaufen Sie bereits fertig hergestellte Tools. Tobias Shop ist das einzige Geschäft, das Waren wie Gemcoms, Blackout und CTO-Skins verkauft. Das klingt doch cool. Ich glaube, da müssen wir später mal wirklich vorbeigehen, da, bei dem jungen Mann. So, das war's dann aber auch jetzt mit dieser Folge. Haut rein und macht's gut.